Willkommen, Anime-Begeisterte. Heute gibt es die dritte Volume zu Strike the Blood. Entfernen wir mal die Folie. Das FSK-Logo ist nur auf der Folie. So sieht es von vorne aus. Von der Seite. Machen wir weiter mit der Rückseite. Hier habt ihr ein paar Einblicke in die Episoden, dann hier noch die Geschichtserzählung, die könnt ihr wie immer hier durchlesen oder in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort verlinke ich einen Trailer oder auch eine Folge, falls vorhanden. Einfach vorbeischauen. Hier sind auch die Sprachen Deutsch-Japanisch, der Untertitel ist Deutsch, das Format ist Full HD, der Sound ist DDS-HD MA 2.0, Episoden 13 bis 18, Laufzeit 150 Minuten, Extras, Postkarten und ein Booklet, also ein Büchlein. Hier haben wir die erste Postkarte. Die nächste. Hier mit Yukina und den anderen. Die Namen weiß ich jetzt nicht auswendig. Dann haben wir noch das Büchlein. Ich werde jetzt nicht alles zeigen. Das würde zu lange gehen. Hier haben wir einen Episodenguide. Charaktervorstellungen. Und hier die Schlüsselbegriffe. Hier sind die Episoden aufgelistet. Dann hier die Disk. Von innen sieht es so aus. Nur der Schriftzug. Auch hier nochmal die Episoden aufgelistet. So sieht es aufgeklappt aus. Und somit war es das, denke ich mal, mit Volume 3 von Strike the Blood. Wie immer könnt ihr eure Meinung dazu schreiben oder sonstiges. Und man sieht sich das nächste Mal. Tschüss.